Ich glaube, ich mehr Schaden. Wenn, wäre das toll. Ja, sieht so aus, dass ich mehr Schaden mache. Ja, vielleicht habe ich auch nur mehr Mana. Ah, sehr gut. Wie ich es angekündigt habe, während dem Kämpfen aufsteigen. Neuer Skill? Nee, kein neuer Skill. Aber den alten Skill mache ich noch rein. Hier, Donner. Ach nee, ich habe den schon drin. Hier ist er. Tatsächlich. Ich habe den schon drin. Den steigere ich dann noch gerade mal auf Stufe 6. So. Hier, das ist hier den Skill, finde ich irgendwie super. Der macht schön Schaden und der ist toll. So. Geht wieder fast alles auf Maximum. Ich nehme jetzt mal den hier, weil den anderen, den benutze ich irgendwie fast nie. So. Hier sehe ich jetzt mal gerade, was es ist. Ah, Kupfer. Ah, ne, Kupfer ist gar nicht. Ist Zinkerz. Das erste Eisenzeugs ist Zinkerz. Stimmt. Okay, das baue ich jetzt mal schnell noch ab. Nebenbei. Mal werde ich jetzt nebenbei wahrscheinlich immer mal wieder machen. Hier die Käfer. Weiß gar nicht, ob ich jetzt schon gesagt habe, aber hier die Käfer. Die sind, wie ihr seht, auch der ihr Namen oben drüber ist gelb. Und deswegen greifen die mich auch noch nicht an direkt. Sondern die warten ab, bis ich sie angreife. Relativ nett von denen. So, hier hole ich relativ viel Zinkerz raus. Ich mache das Zinkerz dann auch gleich mal bei die anderen Dinger hier. Also bei Esche und Bergteufelgras. So, gegen den nächsten Käfer. Setz dann auch gleich mal hier wütend ein. Ah, Zorn ist das hier. Zorn heißt das. Weder Adrenalin noch Ausdauer, wie ich gedacht habe. Zorn ist es. Und dieses hier gibt 20 Zorn. 20 Zorn gab dieser Skill. So. Mache ich diesen Käfer hier mal platt. Und weg ist er. So. Die droppen aber auch gut hier, die. Die Charaktere. So ein Quatsch, wieso sage ich immer Charaktere? Hier die Mobs, die droppen relativ gut, muss ich sagen. Ah, da hinten ist jetzt auch einer, der die Käfer platt macht. Aber es gibt noch relativ viele Käfer hier, gegen die ich kämpfen kann. So. Da hinten hat einer das Vieh nicht gelootet. Dann mache ich das mal. Wahrscheinlich nur irgendwas Unnötiges drin. Ist dann immer so. Ja, okay, das nehme ich auch nicht, weil diese Rezepturen, die bringen mir nichts. Weil ich das noch nie gemacht habe. Auch nicht in meinem früheren Spiel Dingsbums. Die Rezepturen habe ich nie benutzt. Sowas war mir immer zu mühsam. Da muss man immer Zeug sammeln und so. Darauf hatte ich nie so wirklich Bock. So. Ja, komm. So, die Entzauberungsrune hole ich mal mit. Die mache ich dann aber auch direkt... Ach, ich habe... Ah, nee, doch nicht. So, die mache ich dann direkt mal hier hinten dabei. Sind die Stiefel hier besser wie meine? Nee, sind genauso gut. Aber die halten ein bisschen länger noch. Tausche ich die mal aus. So. Schade, dass das hier nicht geht wie bei Two Worlds, dass man... Wenn man zweimal die gleichen Gegenstände hat, die sockeln kann und dadurch werden sie besser. Aber das wäre bei einem Online-Rollenspiel auch irgendwie doof, weil dann die Waffen übermächtig werden. Aber egal, so, nehme ich mal wieder einen Heiltrank mittendrin. Hab jetzt auch schon fast 10 Käferdinger. Ach, jetzt habe ich 10. Aber ich muss sagen, diese Musik da, da dip, 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 oder wie das da geht, ja, Holzfeil brauche ich auch nicht. Wenn man eine Quest geschafft hat, das ist irgendwie doof, das nervt. Das hört sich irgendwie nicht so toll an, aber egal. So. Jetzt ist hier mir mein Kabel hier verrutscht. Also ein Kabel nicht verrutscht, sondern hat mich gerade genervt. Das Kabel vom Headset, aber egal. Weiter geht's hier mit Runes of Magic. Oh! Der erste, der nichts mehr droppt. Achso, nee, der droppt sowieso nichts mehr. Ich habe jetzt alle 10 Käferorgane. Und hier muss ich für die Tagesquest einfach nur 10 Käfer besiegen. Und ich setze jetzt auch gleich mal wieder Raserei ein. Raserei ist irgendwie cool. Ich finde das cool, wenn der Charakter so riesig wird. So, der Gegner ist jetzt fast besiegt. Jetzt ist er besiegt.
Habe ich Leithühnerin schon gehabt? Ja, hatte ich. So, sammle ich mal gerade noch ein bisschen Bergteufelgras. Ja, und wie ihr seht, der Käfer greift mich jetzt gerade nicht an. So, nee, eins langt. Hab jetzt doch keine Lust mehr, Bergteufelgras zu sammeln. Aber was ich hier bei Runes of Magic auch cool finde, ist dieser dynamische Tag- und Nachtwechsel. Das finde ich irgendwie super cool, dass hier mittendrin dann Nacht wird. Das ist bei Guild Wars, wenn ich mich da richtig erinnere, nicht. Und das finde ich bei Runes of Magic cool. Aber ansonsten habe ich auch kein Online-Rollenspiel gespielt, das muss ich dazu sagen. Außer Runes of Magic und Guild Wars. Und ganz kurz mal Metin 2 habe ich gar kein Online-Rollenspiel gespielt. Aber ich denke mal, bei WoW und so ist das auch so mit dem dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Aber keine Ahnung. So, wie viel Dings fehlen mir noch? Wie viel Käfer? 7 Stück. Noch 7 lästige Käfer. Die mache ich jetzt mal hier schnell platt. So, hier unten im Chat wird ständig irgendwie geschrieben, ich verkaufe das und das, aber da kann ich noch nicht mitreden, weil ich hier noch Low-Leveler bin und sowieso kein Gold habe und keine guten Gegenstände und so weiter. Aber egal. Aber ich muss sagen, diese Tagesquests, wo ich die Gegner nur besiegen muss und nicht sammeln muss, finde ich cooler. Weil, wenn man noch sammeln muss, kann es wie in meinem letzten Let's Plays passieren. Wie bei den Jungwölfen, dass sie es einfach nicht droppen und dann kann so eine Tagesquest schon mal länger dauern. So, aber normalerweise ist es so, dass bei den Tagesquests, dass die Gegner das dann immer fast jedes Mal droppen. War bei den Jungwölfen bei mir, glaube ich, nur eine Ausnahme, dass die das so selten getroppt haben. Aber egal. So, jetzt bin ich auch fast fertig. Wie viel Käfer fehlen mir denn noch? Nach dem hier noch 4 Stück. Nach dem hier dann relativ nur noch 3. Wieso relativ? Nach dem hier dann nur noch 3. Nach diesem Käfer. Dieser Käfer hier ist jetzt Level 5. Die Käfer hier sind alle zwischen Level 5 und Level 6. Der hier ist jetzt auch wieder Level 5. Aber ich habe auch jetzt gegen ein paar Käfer eben schon gekämpft. Die waren Level 6, so. So, ich guck mir, während ich mit dem Kampf mal an, was ich gerade bekommen habe. Diese Schuhe sind besser wie meine und dieses Ding hier, das brauche ich glaube ich nicht, oder? Talisman. Wo, was ist denn das? Ah, das ist ein... Sehr schön, jetzt habe ich hier quasi ein Zweitan-Dings. Ist wahrscheinlich eher für Magier und nicht für Krieger oder so, aber... Finde ich ganz toll, so, weil ich so viel Runen habe. Setze ich auch gleich mal eine Rune ein. Hier kann ich jetzt nämlich wieder eine Rune einfügen in diesen Talisman-Dingsbums. Und dann mache ich da mal Light 1 rein. Von der habe ich sowieso 2. Und da bekomme ich jetzt 6 physischen Angriff dazu. So, gegen den nächsten Käfer. Der ist jetzt mal wieder Level 6. Und ich mache hier gleich mal wütend, also den Skill wütend. Dann bekomme ich hier oben 20 Zorn dazu. Das ist ganz toll. So. Aber der Zorn führt sich sowieso, wie ihr seht, relativ schnell hier während dem Kampf. Bei jeder Angriff, bei jedem Angriff wird da wieder Zorn hinzugefügt. So. Ja, ich habe ja gesagt, ich spiele vielleicht bis Level 10. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Also bis Level 7, das ging jetzt doch arg schnell. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Klar, das dauert jetzt alles länger. Bis, also die Levelaufstiege dauern jetzt eben immer länger, das ist ja auch klar. Aber, ich glaube Level 10 ist doch zu kurz, dann werde ich es länger spielen, wieder bis Level 10. Sehr gut, die Quest fertig, so die Rezeptur hier lasse ich liegen, wie eben auch schon. Diese Quest habe ich jetzt fertig. Ist das hier besser wie meins? Das gleiche ist, gleiche Rüstung, gleiche Stiefel. Ah ne, doch nicht, waren doch nicht die gleichen, haben ein bisschen weniger. Schaden, physische Verteidigung gehabt. So, und hier finde ich jetzt die Spinnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe jetzt mal, dass das so ist. Hier sind Spinnen und noch irgendwelche. Ja, hier, sehr gut. Hier, Spinnen und Fledermäuse, genau. Und die greifen mich jetzt an. Ihr seht hier die Rot, hier sind Rot oben drüber und schwuppdiwupps, die greifen mich an. Automatisch, also nicht wie die Käfer gerade oder vorher die Fungi und so. Die mich nicht angegriffen haben, die hier greifen mich jetzt an. Aber es ist jetzt kein Problem irgendwie oder so. Das ist
Nicht so schlimm. So. Die sind jetzt Level 5. Diese Welkblatt-Fledermaus hier, die ist Level 5. Und für die gibt es jetzt für mich, glaube ich, zwei Quests. Ich schaue mal gerade nach, welche Quests das sind. Ein bisschen Sorge. Blabla, Westen reist und 10 Welkblatt-Fledermäuse erledigt. So.